Immortals Phoenix Rising, meine Brüder, ist auf der Switch und das Ding ist, wir stecken gerade in einem miesen Bosskampf fest und wenn wir jetzt hier rausgehen, kämpfen wir gerade gegen jemanden, der uns wahrscheinlich auch gerade einen Hit geben wird, weswegen wir sterben werden. Wir gucken mal, es wird dementsprechend sehr wild. Lassen Sie jetzt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen sollte. Und abonnieren Sie rein für die kompletten Kicks. Es ist der Geist des Achilles. Also ein mieser Bosskampf hier am Start, wie ich schon mal sagte. Wir haben ihm schon im letzten Part knapp die Hälfte der Leiste gezogen. Aber wir wissen, dass der Bruder auch komplett den Schaden des Lebens macht. Wo ich mich auch frage, Bruder, wo kommt auf einmal hier diese Härte her? Bis eben war das noch eine ruhige Kugel schieben, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Moinsen, wir haben der guten Aphrodite dabei geholfen. Huch. Sie halt eben zu entbaumen. Also das hat noch nicht ganz geklappt, aber ich glaube, wenn wir den besiegen, dann wird Aphrodite wieder so sein wie vorher. Inshallah, meine Brüders. Lasst uns hoffen. Deswegen der Daumen nach oben hinein. Für den heiligen Aal. Lecker. Und, ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ruhige Kugel schieben, dies, das. Wir haben nämlich diese Kugel der Muschel 600 Meter weit ins Meer geschoben. So, das war relativ anstrengend. Genau wie der Kampf gegen den Mann. Ich heile mich und kann mich direkt wieder heilen. Das ist richtig geil. Obwohl ich halt auch manchmal ausweiche, werde ich trotzdem getroffen und so. Also versteht man nicht so ganz den Aal. Ich weiß nicht mal mehr, wie viele... Ich kann halt nicht mal nachgucken, wie viele Heiltränke ich noch habe. Das kriege ich gerade nicht so ganz hin. Oder wie viele Äpfel auch. Das ist halt auch die andere Frage. Oh oh. Junge, visier ihn doch an. Warum war er denn auf einmal nicht mehr anvisiert? Was ist denn das für ein Schrott? Vor allem auch diese Kombos von ihm. Komplett übertrieben einfach. Komplett übertrieben. Also ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie viele Äpfel ich noch habe, Mann. Ich hatte irgendwie, als ich letztens geguckt habe, waren das 50. Und da habe ich euch noch gesagt, sammelt mal lieber. Man weiß nie, wofür man sie braucht. Und jetzt sind wir halt hier. Und verbrauchen wahrscheinlich für diesen einen Kampf 50 Äpfel. Jetzt wissen wir, was wir direkt danach wieder machen können für drei Parts. Ah ja. Ja, weil diese Kombos kriegst du halt nicht bewältigt so. Das geht nicht. Wenn du Glück hast, kannst du mal hier einen Ausweichtreffer machen. So, aber ansonsten trifft er dich ja immer. Egal, wie du ausweichst. Weißt du, wie ich meine? Also, ich bin ausgewichen. Er schlägt trotzdem zu. Und, ne? Ist halt nicht geil so. Und manchmal gönnt es dann den Ausweichtreffer. Und ich, auch hier, so, der hat mich dann in der Combo und trifft mich dreimal, obwohl ich ausweiche. Obwohl ich jedes Mal den Ausweichbutton drücke. Das gefällt mir nicht so. Das ist, keine Ahnung, also das ist gerade wirklich so im... Ne, natürlich will man einen Boss machen und so, aber haut noch nicht direkt so auf die Kacke. Aber man kann auch wirklich komplett übertreiben. Also ich muss ganz kurz schauen, wie viele... Okay, okay, 15 Stück. Damit können wir noch arbeiten, glaube ich. Ich habe jetzt aus Versehen den Trank gezündet. Keine Ahnung, was der bringt. Aber ist doch eigentlich komplett egal. Ja, Bruder, ist okay. Ist okay, Mann. Ja, weißt du, ich heile mich und darf mich direkt wieder. Ne? Also es ist halt richtig geil. Richtig, richtig geil. Macht halt auch richtig Bock so. Muss ich sagen. Richtig ekelhafter Kampf. Also wirklich... Viel zu hart angesetzt. Meiner Meinung nach kommt so ein Gegner dieser Art viel zu früh vor. Natürlich soll halt hier ein bisschen das Ausweichen geschult werden, so. Aber keine Ahnung, Mann. Irgendwie ist das komplett übertrieben gewesen. Meiner Meinung nach. Wer fand das auch so, als er das gemacht hat? Ich meine, gut, ich habe mich jetzt auch nicht gut vorbereitet darauf, aber der kam ja auch eben so plötzlich. Ich glaube auch nicht, dass ich einfach so abhauen konnte. Weil das Spiel mich schon darauf getrimmt hat, hier mit dem zu kämpfen, so. Also, keine Ahnung, ich feiere den Kampf halt nicht. Ich fühle das nicht so. Es kommt komplett auf Krampf und plötzlich so. Du hast halt gerade diese Kugel ins Meer geschoben und dir eine ruhige Kugel geschoben. Und dann kommt der auf einmal um die Ecke. Also, wirklich direkt, nahtlos, so. Und ich frage mich so, okay, ist das so der Stil, den man hier fährt? So eine Prüfung? Und dann... Direkt ein Bosskampf? Was war das gerade?
Unnötig. Typhon scheint dich nicht zu mögen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Immer wenn sich jemand ihm entgegenstellt, sendet er einen seiner Geister. Die wiederum delegieren ihre Arbeit dann immer gerne an Schatten. Also war dieser Krieger gerade nicht wirklich Achilleus? Liebe Güte, nein. Der echte Achilleus hat viel mehr Schneid. Ach, wem sagst du das? Er versteckt sich in der Nähe in einer Höhle. Ehe er besiegt ist, werden weitere seiner Schatten in diesem Teil der Insel auftauchen. Oh Gibt Gott. Es denn nie gute Neuigkeiten? Nun, der Meeresschaum hat gewirkt und ich kann meine Wurzeln bewegen. Eine von ihnen hatte Achilleus Höhle versperrt. Bei den anderen drei Geistern kann ich dir allerdings nicht helfen. Herakles, Atalante und Odysseus. Man sagt ja, aller schlechten Dinge sind vier. Niemand sagt das. Niemand sagt das. Niemand sagt das. Wartes Publikum. Was ist mit der Wurzel, die deine Essenz verschlossen hält? Ein paar Leute, die mir wichtig sind, wurden in Stein verwandelt. Und deswegen... Nee. Nein. Aus irgendeinem Grund ist diese Wurzel immer noch unbeweglich. Danke für deine Anteilnahme, aber... Was aber gut ist, ich kann jetzt Äpfel verteilen. Ich werde alle Tiere in 0, nichts gefüttert haben. Lieber früher als später. Lecker. Danke für deine liebe Hilfe. Dir auch alles Gute. Aber ich... Nein! Das war seltsam. Ja. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, beziehungsweise eifrig planen. Du musst Aphrodite zu ihrem alten, schönen und frechen Selbst zurückverhelfen. Sonst drehe ich durch. Bei den Göttern, wo kommst du denn her? Von hinter dir? Ist das wichtig? Scher dich nicht um mich. Scher dich lieber darum, diese Wurzel wegzuschrumpeln. Und wie? Mit salzigerem, noch mythischerem Wasser? Oder warte mal. Was ist mit Aphrodites Tränen? Hat sie nicht über Adonis Tod geweint? Die sind sicher salzig und mächtig. Du kennst dich ja richtig gut aus. Ihre Tränen könnten helfen, wenn du sie direkt auf die Wurzel tröpfelst, die den Weg zu ihrer Essenz versperrt. Aber wo hat Typhon sie versteckt? Du solltest die Gewölbe des Tartaros hier in der Nähe durchsuchen. Es gibt 3 Kristalltränen. Gut, dann haben wir einen Plan. Bitte beeil dich. Ehe Aphrodite wieder zu sich gefunden hat, habe ich niemanden, um über deine Klamotten zu lästern. Was stimmt denn nicht mit dem, was ich an... Und weg ist er. Schwein. Ja, Hermes die Sau. Genauso wie der Paketbote. Kaum ist er da, ist er auch wieder weg. Man kennt's. Ja, regen wir uns nicht weiter auf. Ja, der Schrott, der muss halt auch manchmal sein. Nur eine Sache will ich noch ganz kurz sagen. Bruder, was ist das bitte für eine Kampffläche so? So oft musste ich in diesem engen Bereich hier ausweichen, weil das hier der Kampfkreis ist und so viele Hürden sind hier im Weg, so wo man halt eben nicht ausweichen kann. So eine kleine Kampfstätte, also wirklich komplett am Leben vorbei, würde ich sagen. Ne? Einmal kurz F wieder für diesen Verlust hier. Kann doch nicht sein. So, wir müssen uns jetzt ein bisschen weiter fortbewegen. Also Aphrodites Quest ist immer noch nicht fertig, aber... Können wir in der Zeit, wo wir uns halt auf den Weg machen, ein paar Äpfel pflücken. Das haben wir uns doch redlich verdient. Muss ich dazu jetzt mal ehrlicherweise sagen. Kommen da noch welche? Nee, alle raus. Aus dem Baum geschlagen, man gänzt. Krass, dieser Unschärfe-Effekt kommt sogar beim Rennen. Fällt mir jetzt auch erst so richtig auf so und fällt mir ins Auge hinein. Yes. Ja, keine Ahnung, also wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir uns ein bisschen mehr vorbereiten und ein paar mehr Ambrosia finden, aber... Ja, ne? Das offizielle Lösungsbuch habe ich leider nicht gerade zur Hand. Das ist das große Problem. Aber das schmeckt jedenfalls. Lecker. Ja, diese ganzen Spots, ne? Also da sieht man. Also, komm, ich habe scheiße gekämpft und so, aber... Als ob ihr nicht auch ein paar Heiltränke benutzt habt oder ein paar von den Äpfeln. So, jetzt seid mal ehrlich zu euch. Also, irgendwo war das ja schon hart, ne? Gut, außer jetzt für die, die 100% Hände da rangegangen sind. Und wahrscheinlich schon alle möglichen Risse im Umfeld auch schon geklärt haben. Man kennt's. Junge, kommt man da überhaupt hoch? Ist da oben überhaupt was? Ich versuche halt, ne, nach Ambrosia-Auge zu machen. Man kennt doch den Aal. Ja klar,
Aber hier war leider nichts. Aber wir haben von hier einen besseren Überblick. Aber wir waren doch eh schon mal hier. Also kann sein, dass ich wirklich schon mal in der Vergangenheit hier in Ambrosia gezogen habe. Würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Ja, ja. Ja, ich hoffe, Sie haben übrigens den Kanal abonniert. Ja, moinsen. Und natürlich auch die heilige Glocke aktiviert, damit Sie nämlich in naher Zukunft nichts mehr von Immortals Phoenix Wright, ich meine natürlich Phoenix Rising, verpassen. Ah ja, und die Truhe hier. Kommen Sie heran, oder? Ja, das schmeckt. Einfach out of context ist hier eine Truhe. Man kennt's. Ja, meine Freunde. Na? Ich würde sagen, dem nächsten Waffen-Upgrade steht auf jeden Fall nichts mehr im Weg, oder was? Was ist passiert? Oh. Was ist mit dem passiert? Der Bube steht da auch einfach so out of context rum, oder? Man kennt's doch auch. Ist das ein Klavier? Was ist das? Oder? Es sah erstmal aus wie ein Klavier, Alter. Andere optische Täuschung. Ja, ja. Na, so Holzgestell. Was sollst du halt denken, was da steht? Ein Klavier in der Wildnis. Ja, klar. Na, vielleicht ist sie auch gerade irgendwo ein Prominenter entlang gekommen und wollte auch einfach irgendwie Klavier spielen. Was nicht so alles hier in diesem endlosen Universen abgeht. Also irgendwo auf der Welt wäre das bestimmt passiert. Gab es nicht mal irgendwie so? Ja doch, es gab einen Rapper, der hat mal in einem Dschungel, möchte man sagen, da gab es so einen Teich und da haben die ein Klavier hingestellt. Es war natürlich der ehrenwerte Lil Yordi. Der Ehrenbruder. Ja, ja. Also von daher ist das ja nicht so abwegig. Guckt in das Musikvideo von dem rein. Schreibt damit Lil Yordi Klavier. Findet ihr dann schon. Ah ja. Weiterer Baum. Lecker. Ja, schönes Detail, ne? Also wir können den Baum massakrieren bis zum geht nicht mehr, aber da wird halt auch nicht gefällt oder so. Ah ja. Das macht auf der anderen Seite aber auch wirklich komplett Sinn. So, hier nehmen wir auch noch kurz den Baum mit. Ja, wir haben halt wirklich, wir haben verdammt viele Materials verloren. Ich hoffe, das Wildschwein lässt mich hier in Ruhe pflücken. Na, Sau? Sau? Lassen Sie mich. Ich will nur die Granatäpfel hier. Na? Ja, ne? Die Buben. Haben sie direkt gecheckt. Ja, der will nur die Granatäpfel. Ja, ja. Schon wieder so einer. Immer das Gleiche mit denen. Immer das Gleiche mit die Pflückers. Was ist denn da hinten los? Lol, das sieht so... Guckt euch das mal an. Huch. Eine... Ein weiteres Tal, das uns hier entgegenblickt. Und das sah so dunkel aus. Muss man den Gamma-Wert höher stellen. Das sah so aus, als wäre hier irgendwie ein riesiger Riss von Typhon gewesen. Jetzt sage ich selber schon Typhon, obwohl ich eigentlich Typhon sagen wollte. Das ist jetzt auch egal. Ja, die Allmann-Kicks kommen wieder durch, ne? Ja, klar. So, was geht hier ab? Das ist ein riesiger Grissen. Erkennst du Callisto wieder, Zeus? Ah. Sie war eine so lebhafte Frau. Schlimm, dass Hera sie in eine Bärin verwandelt hat. Oh! Ja, fast so schlimm wie du, als du Callisto zu einer Romanze verführt hast, indem du dich als Artemis ausgabst. An ein bisschen Pfeil und Bogen ist doch nichts verkehrt. Ich wusste ja nicht, dass Hera es herausfindet. Sie findet es ja immer raus. Jedes Mal, Zeus. Also, die werden wir jetzt auf jeden Fall nicht bekämpfen, weil... Oder gegen einen Bären dauert das schon ein paar Sekunden. Und jetzt gegen einen... Ich würde sagen, wie nennt man diese Gegner im Allgemeinen so? Die haben doch immer bestimmte Namen. Halt, nicht Minibosse, aber in Xenoblade Chronicles gibt es das, glaube ich. Da gibt es Gegner, das sind... eigentlich sehen die aus wie normale, aber sind ein bisschen customized und ein bisschen stärker. Und sind auch ein bisschen größer und so. Ich habe vergessen, wie sich diese Art von Gegnertypus nennt, aber ihr wisst, was ich meine. Und sowas ist das safe. Und da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock, weil ich zu schwach bin. Na, also ich will schon, dass wir den mit einem Schlag irgendwann so ein Viertel abziehen pro Hit. Und dann soll das auch in Ordnung sein. Ja, irgendwo hier ist wohl dieser Stein. Das heißt, wir müssen uns hier so ein bisschen durchkraxeln. Nicht so geil. Habe ich, also ich habe wirklich, eigentlich habe ich...
nicht so viel Bock. Aber wir müssen es tun, Brüders. Ich glaube, da oben ist aber ein Riss. Das sieht sehr, sehr... Also der rote Dampf, den erkenne ich doch von überall. Und riechen tue ich das auch. Das ist nicht gerade lecker. Steckst du fest? Mit B kannst du dich... Warum wird mir das jetzt... Willst du mich eigentlich komplett abziehen, Bruder? Man kennt's doch. Kann ich mich hier... Ja, perfekt. Es scheint doch manchmal so zu... Hallo, kannst du bitte absteigen? Ich dachte, sie hätte sich schon automatisch abgestoßen. Von der Wand hätte sich dahingestellt, weil es natürlich komplett logisch ist, dass man das so macht. Wenn da was ist, wo man drauf stehen kann, dann bleibt man da auch drauf stehen. Verbraucht keine Ausdauer. Ich bitte dich. Oh, wir nähern uns dem Vulkan. Will ich wirklich so weit gehen? Und generell... Lol, Alter. Ich bin halt wirklich nahe. Was ist das denn? Ach du heilige Scheiße. Was ist denn hier kurz? Ja, okay, ne? Das sind so Art Bomben. Ach du Kacke. Ja, Jungs, was mache ich denn hier? Ich will doch gar nicht hier hin, aber wieso... Ja, logisch. Man kennt's. Du mieser Penner. Was ist denn hier los? Ich will nur diese Steine haben, Mann. Was ist denn das? Wo sind die überhaupt? Es hieß doch eben von Hermes, sammle die Steine. Kann ich mich hier hinporten? Leider nicht. Ja, weißt du, wo ist jetzt gerade mein Aufenthaltsort? Ich sehe es halt auch nicht. Bin ich hier? Ihr habt keinen Plan. Wo ist denn der nächste? 300 Meter. Ja, Junge, was ist denn? Wirft der nochmal einen Stein nach mir und der trifft doch safe, ne? Der Stein geht so safe um die Ecke. Das ist der einzige einäugige Drecksgolem, der es schafft, so einen Stein mit Drall zu werfen. Penner, ohne Witz. Das ist halt echt hart, ne? Wie die halt einfach jeden hin treffen. Richtig Müll. Scheiße, Bruder. Wir laufen vom einen Kampf in den nächsten hinein. Aber das sind ja nur die Bären. Oh, fuck! Ja gut, ne? Jetzt weiß ich auch, wo wir diesen... Oh! Oh, da unten ist aber was. Habt ihr das gesehen? Oh, hier ist Aufwind, oder was ist hier? Aufwind? Stimmt. Also sieht man auf der Switch gar nicht so richtig an. Nur so ganz leicht, dass da so Windkanäle sind. Da kommt Wind hoch. Durch die Hitze. Wir sind also hier wahrscheinlich nahe der Vulkanstätte, meine Freunde. Das ist gerade die andere Touristenführung. Ja. Ich habe das Gefühl... Nee, wir müssen noch weiter. Okay, ich dachte, wir müssen auf den Berg. Stellvertretende des... was zum Teufel? Wer auch immer du bist, lass mich in Ruhe, Mann. Also wirklich, was ist das denn hier? Ich will doch nur diese Steine. Hä? Wo ist der Stein? Seht ihr das gerade auch? Sag mir nicht, dass sie den Stein hat. Also, dass da der Stein ist, weißt du? Stellvertretende Ayella, die Windbraut oder so. Ja, nee. Das kann's doch nicht sein. Das muss doch hier irgendwo sollte doch dieser verdammte Stein sein, Mann. Hä? Wieso ist der jetzt auf einmal weg? Also, ich finde das gerade sau verwirrend. Ne? Vor allem, was ist das denn? Das ist der Stein. Aber ich hab doch gesagt, der ist nicht da oben. Der ist irgendwo hier. Der grausame Typhon hatte Aphrodites Tränen der verlorenen Liebe dort versteckt, wo Adonis vor ihr weggesperrt worden war. Junge! Oh, wuhu, der arme, hübsche Junge. Also bitte, ich war gerade erst fast einen Monat bei Hades in der Unterwelt und es war zum Sterben. Da ja, warst du also, doch. Als Typhon angegriffen hat. Ich musste den neuen Wein der Lethe probieren. Du weißt ja, wie das ist. Man vergisst einfach die Zeit. Ja, Jungs. Das Ding ist, ich weiß halt nicht genau, weil jetzt sind wir halt wieder 30 Meter davon entfernt. Ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal dahin kommen. Also klar, dass wir ein bisschen weiter runter müssen und so, aber so weit runter? Ist das dein Ernst? Vor allem, es wird mir jetzt halt auch eben dann als Stein... Da ist doch was. Angezeigt. Hier ist irgendein Turm oder so. Lol, ich muss da rein. Wie komme ich da rein?
Wie komme ich da rein? Ich kann da nicht mal klettern. Hallo? Okay, da drin geht die Party ab, aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ich glaube, ich bin nicht eingeladen. Mankens. Ja, aber wirklich, wie komme ich jetzt da rein? Ist da vielleicht... Junge, das ist gerade das andere Minecraft-Feeling. Ich gehe gerade minen, oder was? Ah, okay, hier ist gar nichts. Nee, ohne Witz, wo ist denn, der Eingang? Es muss doch irgendwo einen Eingang geben. Aber der wird doch nicht so weit unten sein, dass ich... Keine Ahnung. Ich habe jetzt eher an so einen Seiteneingang gedacht, ne? Dass irgendwo in der Wand ein Loch ist und da kann ich da reinfliegen oder so. Das ist ja schon ein bisschen tricky gerade, oder nicht? Muss ich diese Quest dafür abschließen oder wie? Ah, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich glaube, kann das sein, dass wir, damit wir das alles hier lösen können, diese Quest machen müssen? Ist das der Sinn der Sache? Ja, hätte ich halt die Steine von oben mitgebracht, dann wäre die Frage jetzt nicht, wohin, ne? Aber ich finde das gerade halt wirklich komplett verwirrend, wie du hier reingeschmissen wirst. So, und ja, löst mal so. Man gibt ja halt gar keine Anhaltspunkte. Zwischendurch kommen mal unnötige Gespräche von den beiden Göttern, aber ansonsten war es das auch. So out of context vor allen Dingen. Da ist er doch, der Eingang, der Bruder. Ja, wir gehen da gleich rein. Ich habe jetzt, also jetzt denke ich so, leck mich. Jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt habe ich dieses Rätsel da gesehen. Jetzt will ich das lösen. Aber das Ding ist, ich kann den Stein noch nicht so einfach werfen. Dann geht er doch kaputt. Huch, doch nicht. Vor allem, wie, das muss ich halt wirklich mal hier hervorheben, ja? Wie zielgenau die einfach geworfen werden, so. Auf Ehre. Die Brüders, ohne Witz. Hm. Ja, vielleicht kann ich sie gleich nochmal kaputt hacken in zwei Hälften oder drei. Ja, warte mal, lass es mal probieren, weil da waren eh gerade eben... So Symbole aller Feder, also die Bodenplatten, sagen ja ganz klar, hier passen auch Federgewichte drauf. Also so aller Phoenix. Und ich glaube, aus diesem Stein kriegen wir ein paar Würfel raus. In dem Sinne, legen wir dich mal ab. Nicht so leicht an die Kante, Bruder. Wir sehen noch das Problem. Du wirst bestimmt wieder runterfallen. Ah ja. Zwei Steine. Ja klar. Kommen Sie mal ran, Bruder. So, dann hier. Nein. Nein! Leg es doch einfach nur dahin! Ja, hat halt auch richtig viel Bock, ne? Ey, ohne Witz, was ist das denn für ein Kack? Fallen lassen X. Ja, aber warum geht das mit A auch? Auf A ist es dann fallen lassen, aber ganz anders. Oder was? Hat doch alles den gleichen Effekt. Ja, ich hole jetzt einen weiteren Stein, weil ich habe keinen Bock auf diese Sprintspiele, die dann eh nicht funktionieren. Weil ich zu langsam bin oder weil der... Nein! Weg zu weit weg ist. Ey, wieso lässt... Ich halt den L-Knopf gedrückt und der lässt einfach los. Was ist los bei dir, Mann? Miese Mistsau. Manchmal, ne? Denkst du dir, was ist denn das? Kannst du... Also, wisst ihr, was ich meine? Was ist das? Springt einfach an die Wand. Schmutz. Olympische Feige. Und eine leckere Truhe. Mhm. Ein paar Granatäpfel auch noch bekommen. Das schmeckt. Ja, war in so ein Truhenraum, ne? Unnötig, aber kann man machen. Ich dachte, jetzt hätte man hier vielleicht ein Ambrosia ver... Warte mal kurz. Nicht, wenn da jetzt wirklich irgendwo ein Ambrosia ist. Ich habe den übersehen. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Ja, keine Ahnung. Das wäre halt voll passend gewesen, so. Also, Hashtag meine Meinung. Hätte voll gepasst. Safe ist hier unten noch irgendwo so ein Spot. So ein Stein, wo man... nicht genau weiß, okay, wie komme ich da jetzt hin oder den man auch halt gar nicht sieht. Und dann ist dann Ambrosia versteckt. Hundertprozentig, Mann.
Ich will auch nicht wissen, was passiert, wenn wir da runterfallen. Also lieber sein lassen. Aber ich darf noch mal dran erinnern, wir machen gerade immer noch diese Aphrodite-Quest, ja? So, wo ist der Stein? Ja, der muss halt hier irgendwo sein, anders geht das nicht. Ja! Ehre und Mäus für das weitere Herz. Hm. Einsammeln. Einsammeln! Ja gut, gerade mal drei, ne? Fehlen noch zwei, glaube ich, bis zum nächsten. Ich wollte gerade sagen, Herz-Upgrade, aber Healthy-Upgrade. Dauert noch ein bisschen. So, Brüders, im nächsten Part gehen wir hier hinein. In die heilige Höhle des Löwen. Es wird sehr lit, wie Sie sehen. Dementsprechend lassen Sie jetzt einen Daumen nach oben da. Wenn es Ihnen gefallen sollte, vielen Dank für Unterstützung und abonnieren Sie rein für die Kicks. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.